So, und damit herzlich willkommen zum 13. Jam-Projekt auf diesem Kanal. ja, wir spielen heute auf jeden Fall Die lange Nacht von Sternprinzessin. Ich finde, es ist schon mal ein... Ja gut, es ist kein animierter Bildschirm. Aber ich finde... Ja gut, es ist eine Kutsche zu sehen. Das, was zu sehen ist, ist eigentlich recht hübsch. Ja, und eine begrenzte Sicht, ne? Ich denke zumindest, kann man da vielleicht schon erahnen, so was auf einen zukommt, eventuell. Ich jedenfalls noch nicht. ja, gut. Und ja, wir lassen uns auf alle Fälle überraschen, würde ich sagen. Und starten direkt ein neues Spiel. Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie handelt von einem Jungen, noch fast nur Kind und noch kaum Mann und doch schon für sich selbst verantwortlich. Ich etwa? Und wie dieses Kind auf ein anderes Kind trifft. Noch ein bisschen kleiner, ein bisschen hilfloser, aber um Meeresbreite verlorener als er selbst. Also dann bin ich wahrscheinlich das andere Kind. Ich könnte diese Geschichte mit der Geburt des Jungen beginnen. Mache ich aber nicht. Er war ein gesundes, Neugeborenes mit rosigen Wangen, lauter Stimme und guten Appetit. Oder mit dem Verlust des Vaters, der half, ein Pferd aus dem Schlamm einer Springflut zu ziehen und selbst darin verschwand. Oder mit der Krankheit der Mutter, die schleichend wie ein unsichtbarer Gast ins Haus einzog und die Räume mit Kälte und Stille füllte. Aber bisher irgendwie so gut geschriebene Texte, mit gut untermalter Musik. Ich könnte auch erzählen, wie die Verwandten nach dem Tod der Mutter das Haus nahmen, doch nicht das Kind. Und er immer weiter und weiter weggeschickt wurde. Das klingt ja wirklich nach mir. Mich will auch niemand haben. Bis er jemanden fand, der ihn für den Lohn des Überlebens mit sich nahm. Ein reisender Händler, ohne einen Funken Wärme im Blut, doch mit Gier in der Seele. Doch in all dieser Zeit traf der Junge selbst keine Entscheidung über sein Leben. Das bin wirklich, verdammt nochmal. Ich kann auch nicht selbstständig Entscheidungen über mein Leben treffen. Ich muss immer jemanden haben, dem er sagt, was ich tun soll. Dem Pferd nicht zu helfen, und doch wäre dieser gegangen. Er hätte sich öfter und intensiver um die Mutter kümmern können, doch retten konnte er sie nicht. Er hätte den Verwandten zu Diensten sehen können, aber weggeschickt hätten sie ihn trotzdem. Er hätte dem Händler davonlaufen können, doch wohin? Daher beginne ich nicht bei der Geburt, doch am Anfang des Lebens, das der Junge selbst wählte. Junge. Junge. Ey! Ja. Gleich kommen wir ans Moor. Halt deine Augen offen. Jawohl. Wonach? Verzeihung. Hatte irgendwo so eine Stimme. Wonach denn offen halten? Mund zu, Augen auf, du wirst es sehen, wenn du es siehst. Wenn du es siehst. Was murmelt der denn? Das hat mir gar noch gefehlt. Wir wurden an der letzten Kreuzung doch gewarnt, dass es regnen wird. Junge, pass auf, der Boden ist hier schon so immer matschig. Wenn die Räder stecken bleiben, musst du schieben. Sollten wir dann nicht umkehren und das Wetter abwarten? Hast du eine Ahnung, wie lange Regen anhalten kann? Nein, wie lange denn? Zu lang. Wir fahren weiter. Der Weg durch den Sumpf dauert nur ein paar Stunden. Wenn wir die Nacht durchfahren, sind wir am Morgengrauen wieder draußen und spätestens zum Abend wieder in einer Ortschaft. Ein warmes Bad, ein gutes Mahl, ein weiches Bett, schon ist alles wieder gut. Ich muss mal. Spring ab und mach hinne. Kann ich die Lampe haben? Was? Wozu denn? Ich kann nicht sehen. Kannst du nicht im Dunkeln pissen? Los, verschwinde und beeil dich. Ich werde nicht anhalten. Der Wagen versinkt sonst. Ist das ein... Hast du so einen Arschloch schon gesehen? Jawohl. Ja, dann beeil dich mal aber schnell hier. Und dann... renne um dein Leben. Ih, Mist! Junge, mach hinne. Warte, ich stecke Matsch fest. Wird's bald. Ich will dich feststecken. Warte, ich mach ja, aber ich kann irgendwie nicht. Ladehemmungen.
Hier ist der Boden wieder fest. Schnell weiter, ich will in diesem Wald nicht allein sein. Tja, wirst du aber wohl. Bis in alle Ewigkeit. Oh, und vielleicht noch sogar drüber hinaus. Cormann? Cormann! Wo bist du? Da, wo du nicht bist. Und er wird auch niemals wiederkommen. Ach, ich kann mich selbst bewegen. Komm, speichern. Gut, oh. Wo ist er denn hin? Wo soll ich lang? Da, wo die Spuren weitergehen, würde ich sagen. Hier sind wenigstens die Wagenspuren im Boden, aber im Matsch kann ich keine frischen Spuren sehen. Egal, einfach weitergehen. Der muss hier da. Wo soll er denn sonst hier lang gefahren sein? Bestimmt nicht in den Sumpf rein. Ja gut, vielleicht ist er unterwegs versunken, das kann natürlich sein. Was? Warum bin ich wieder hier? Was ist hier los? Moment mal, der ist schon wieder am selben Ort? Ich bin hartnäckig und versuche es noch einmal. Ich denke, wenn es jetzt nicht klappt, dann wird es auch weiter nicht. Oh nein, da muss ich ja da lang. Der Weg ist für die Kutsche zu schmal, oder? Aber irgendwo muss sie ja sein. Ja, jedenfalls nicht hier, aber ich muss wohl dahin. Ich habe ja keine andere Wahl. Ja, gut. Es ist natürlich schon sehr stimmig, dass die Sicht begrenzt ist. Ist nur dann ein bisschen schade, dass man kaum was von der Map sieht, ne? Aber das, was ich sehe, das sieht sehr schick aus. Ja, war das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass es jetzt, ja, auf YouTube dunkler ist für euch. Warte mal, bin ich jetzt einfach... Irgendwas stimmt hier nicht. Im Kreis gelaufen? Ach nee, komm. Och nö. Nicht sowas. Der Wald hat mich gefangen. Ich will hier raus, ich will hier raus. Nein. Wir bleiben jetzt für immer hier. Aber warum will der Wald uns denn hier haben? Frage ich mich. So besonders sind wir doch gar nicht. Oder vielleicht ja gerade deshalb. Der Wald will uns nicht wieder auf die Menschheit loslassen. Der will mich jetzt hier gefangen halten, damit ich nie wieder LPs aufnehmen kann, weil die so schrecklich geworden sind. Hilfe, Hilfe! Komm an, wo bist du? Hilfe! Oh Gott, nein. Ich sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich will hier raus, ich will hier raus. Ja gut, so kann man das Spiel natürlich auch in die Länge strecken, ne? Gleich haben wir die 10 Minuten erreicht. Moment mal. Kann ich nicht da irgendwo... Hier muss es doch Geheime geben, Mensch. Das kann doch nicht sein, dass ich hier immer die ganze Zeit im Dunkeln umherwandere. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal, ob ihr überhaupt was sehen könnt auf YouTube, weil das ist für mich schon hier teilweise sehr dunkel. Trotz... Also ich kann gerade noch so den Spieler sehen und... Ganz wenig von der Map, aber sonst. Tja, scheiße, wa? Ist hier irgendjemand? Hilfe! Warum hilft mir niemand? Warum ist hier niemand? Warum bin ich ganz allein? Es ist so kalt, ich bin pitschnass, von wegen warmes und weiches Bad. Was soll ich denn jetzt tun? Ich bin völlig allein. Niemand weiß, wo ich bin. Niemand wird mich suchen. Ich will nicht allein sein. Ich will nicht sterben. Hast du mich gehört, du blöder Falt? Ich will nicht sterben und ich werde nicht sterben. Hast du mich gehört? Anscheinend nicht. Der Wald antwortet nicht. Wahrscheinlich schwerhörig. Was war das? Hey, warte auf mich! Ein Licht, ein Licht! Davon werde ich angezogen wie die Motten. Wo war das? Wo war denn das Licht? Das ist doch irgendwo. Ich meine, das ist doch irgendwie hier nach oben. Ah, da. Oh, da ist es doch. Da hinten ist irgendwas. Und nass bin ich eh schon. Na dann. Und top.
Verflucht ist das Kalt auch zum Glück nicht tief. Warte. Na, mein Süßer? Was bist du denn eigentlich? Was ist denn das? Was fällt dir ein? Oh, tut mir leid. Was bist du? Ein Irrlicht. Was ist ein Irrlicht? Ein Licht, das umherirrt wahrscheinlich. Ich bin ein Irrlicht. Ja, aber was ist das? Und du, was bist du? Ein Mensch. So, und was ist ein Mensch? Also, sag schon, na los. Das macht mir Angst. Ach ja. Auf. Jetzt fängst du, warum? Ich... Hicks? Menschen, ich verschwinde. Was war denn das? Das Feuer war so gemein. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich aus dem Sumpf nur raus? Was ist das? Oh Mann, wie schön. Achso, ich kann wieder speichern. Ausgezeichnet. Da war doch noch was da hinten. Da. So, jetzt habe ich dich. Jetzt aber. So, hallo. Oh, ein Menschenkind. Kannst du mir aus dem Sumpf raushelfen? Was bietest du mir denn an? Anbieten. Erwartest du die Hilfe etwa umsonst? Ist dir meine Hilfe so wenig wert? Nein, schon gut. Also, was kannst du mir geben? Was willst du denn? Ein... Was will ein Irrlicht mit Geld? Wollen die damit irgendwie im Laden nebenan was einkaufen? Ich glaube nicht, dass man eine Flamme da einfach einkaufen lässt. Oh. Ist das so viel verlangt? Nein, ein Groschen ist nicht viel. Aber... Ich habe gar kein Geld. Dann bist du verloren, du kleiner Bursche. Echt jetzt? Das würde ich irgendwie nicht akzeptieren. Ehrlich gesagt. Aber es sieht wohl ganz so aus. Geld hast du noch immer keins? Nein. Na dann, viel Glück. Ist das... Ich wusste gar nicht, dass ihr Lichter solche Arschlöcher sind. Ja. Blöd, ne? Aber wir können auch weitergehen. Ach, da ist ja noch einer. Hallo. Hallo, mein Junge. Hast du dich verlaufen? Ja, ich war auf meinem Karren unterwegs und dann musste ich mal... Und der Karren und Kommand waren weg. Das klingt ja gar nicht gut. Und dann hat es geregnet und mir war kalt und ich kam nicht aus dem Wald raus und bin immer noch im Kreis gelaufen. Wie furchtbar. Und dann habe ich ein Licht gesehen und bin ihm gefolgt. Und jetzt bin ich hier und weiß gar nicht, wo hier überhaupt ist. Ach du arme kleine Seele, die wurde ja richtig böse mitgespielt. Und ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Danke fürs Zuhören. Aber gerne doch, es kommen nicht viele neue Seelen in diesen Sumpf. Wie bist du denn hier gelandet? Das ist keine schöne Geschichte. Ja, ich will sie trotzdem hören. Ich möchte sie trotzdem hören, du hast mir ja auch zugehört. Wie du meinst. Und was ist dir passiert? Ich erinnere mich nicht mehr. Ah ja. Was? Wie kann das sein? Ich weiß noch, dass es unschön war, dass es böse war und dass ich es verdient habe, die Ewigkeiten hier zu verbringen. Ja, immerhin ist er einsichtig, ne? Dabei klingst du gar nicht böse. Dich habe ich ja auch nicht in den Fluten ertränkt. Oh. Ich soll jetzt gehen. Keine Sorge, wie soll ich dich denn ertränken? Ich habe ja gar keine Hände mehr. Ja, aber ja, ich lehre ihr Licht, dann weiß man nie. Ihr habt immer ein Ass im Ärmel. Und ich spreche ja noch einmal. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Da ist ein grünes Licht, aber es wird tiefer. Soll ich trotzdem weiter? Das ist bestimmt klüger. Ich kann hier nichts sehen und nicht schwimmen. Und er geht trotzdem weiter, der Idiot. Okay, ich kann sie nicht ansprechen, die grüne Flamme. Aber warum kann ich dann überhaupt weitergehen? Frage ich mich gerade. Auch ein bisschen seltsam.
Ja, was mache ich denn jetzt, Leute? Was mache ich denn jetzt? Ne, ich kann es noch nicht ansprechen, egal was ich mache. Aber komisch, wenn ich sage, nein, ich will nicht weiter, dann geht es trotzdem weiter. Da gehe ich nicht rein, viel zu gefährlich. Ich bin doch schon drin. Hilfe! Ja, ach nö. Ach nö. Sag bloß, das ist ein Gamebreaker jetzt dann. Es ist ein Gamebreaker. Nicht schön. Licht, aber es wird hier tiefer. Soll ich trotzdem weiter? Ja. Was, wenn dieses Licht mir hilft? Augen auf und durch. Ich habe so das Gefühl, das will mir nichts Gutes. Da geht es ja nicht noch tiefer. Der Boden ist echt krutschig. Soll ich wirklich weiter? Aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl, ne? Ich werde nicht umdrehen. Ist das glitschig, aber fast bin ich da. Nee, ich habe doch kein gutes Gefühl. Ja, war. Ich hätte umdrehen sollen? Ja, hätte, könnte, müsste. Ah, das war doch eigentlich so klar. Ich hätte mich anders entscheiden sollen. Hätte, könnte, müsste. Ich hätte nicht pinkeln gehen sollen. Hätte, könnte, müsste. Ja. Aber ich glaube, wir hatten keine andere Wahl, ne? Oh, viele Jahre später. Was hast du hier zu suchen? Ich weiß es nicht. Ich bin ertrunken. Ja, stimmt. Was gibt's denn da zu lachen? Das ist aber trotzdem kein Grund, hier rumzuhängen. Verschwinde. Das ist mein Platz. Und die Dummen. Um die Dummen in den Tod zu treiben. Also jetzt reicht's aber. Also das ist doch... Aber ich verschwinde! Wow. Wow. Warum liegt das denn jetzt eigentlich so die ganze Zeit, frage ich mich. Sind hier etwa so viele Parallelprozesse, dass mein OBS wieder keine Lust hat, oder was? Vorsicht. Tut mir leid. Alles gut. Es ist ja nichts passiert. Tut mir leid. Beruhig dich erstmal. Ich bin gestorben. Das tut mir leid für dich. Nicht. Was bin ich jetzt? Ein Irrlicht. Eine verlorene Seele. Naja, solange ich keine verlogene Seele bin, so wie ihr, ist ja alles gut. Heißt das, ich komme nie in den Himmel? Das weiß ich nicht. Warst du denn ein netter Mensch? Ich denke schon. Muss ich jetzt auch Menschen in den Tod führen? Ich hoffe nicht. Nein, das machen nur die Monster. Die Bösen, die auch schon als Mensch böse... Okay. Die als Menschen schon böse waren. Da war so ein Kaufmann, ein Reisender. Der hat einem Jungen versprochen, ihn auszubilden, aber wollte ihn hier im Wald umbringen. Er war ein wahrhaft grausamer Mensch und gierig. Als er uns leuchten sah, hat er seinen Ochsen die Peitsche gegeben und ist in den Sumpf gefahren. Und wie es der Sumpf eben tut, ist er auch eine Flamme geworden, eine ganz dunkle und böse. Wie furchtbar, ein Glück kann er so dem Jungen wenigstens nicht tun. Das stimmt, ein paar andere haben erzählt, sie haben den Jungen getroffen. Er war wohl den Weg aus dem Wald, er hat vor dem Weg aus dem Wald gesucht, hatte aber kein Geld. Was ist aus ihm geworden? Das weiß ich nicht, ich habe ihn nicht getroffen. Ich glaube, er ist rausgekommen. Also bestimmt ist er erstmal ganz viel rumgeirrt. Aber dann hat er eine Kirchenglocke gehört und dann hat der Ausweg gefunden. Okay. Das ist ein schönes Ende. Ja, lass uns das glauben. Ganz bestimmt ist er rausgekommen und hat einen Hof gefunden und durfte dort arbeiten und bleiben. Mein Gott. Also wenn ihr so redet, dann, dann macht das jetzt ehrlich gesagt noch schlimmer. Ich denke, wir wissen alle, dass das nicht so ist.
Und er ist groß geworden. Groß und stark, ja, genau. Mach's noch schlimmer. Und er hat ein Mädchen gefunden. Klug und lieb. Und die beiden haben sich sofort verliebt. Ja, oh nein, hör da auf. Und dann noch die Musik dazu. Das macht das alles noch viel schlimmer. Und er hat Kinder bekommen. Nein, hör auf, bitte. Mach, dass es aufhört. Und hier sitzen sie zusammen auf einer Bank vor dem Haus, auf ihrem eigenen Hof und schauen zusammen jeden Abend. Nee, das ist zu viel. Tut mir leid. Und wenn sie die ihr Glühwürmchen fliegen sehen, die Glühwürmchen fliegen sehen wahrscheinlich, denkt er an die Lichter im Wald und ist froh, dass er ihnen nicht in die Finsternis gefolgt ist. Ja, ganz bestimmt. Genau so wird es sein. Ja, genau, so muss es einfach sein. Ja, red ja die Welt nur schön. Er war bestimmt klug genug, um keinem bösen Licht zu folgen. Ganz bestimmt ist er rausgekommen. Ganz bestimmt ist er nicht im Sumpf ertrunken. Ganz bestimmt, ja, alles ganz bestimmt. Nimm mal die rote rosa Brille ab. Ganz bestimmt. Dead End. Oh, gibt es etwa noch ein Alive End? Oder was? Ich nehme an, dass es da noch mehrere Enden gibt, aber ich wüsste tatsächlich nicht, wie ich das hätte erreichen sollen, muss ich gestehen. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, warum der Bildschirm jetzt schwarz ist und, ja gut, wahrscheinlich was zu Ende ist. Es ist ja wahrscheinlich so ein ewiger Endbildschirm. Weil ich bin jetzt nicht aus dem Programm rausgeflogen oder so. Ich dachte halt nur, wir werden noch zum Startbildschirm wenigstens zurück teleportiert, aber jo. Anscheinend ist jetzt für immer Schwärze. Ja gut, alles klar. Das war's dann auf jeden Fall damit. Also mit dem Projekt Die lange Nacht von Sternenprinzessin. Und ja, ich sag mal, außer ja, dass man jetzt im Prinzip nur den Charakter steuern konnte. Ja gut, man musste halt immer so den richtigen Weg suchen, aber ich sag mal, ja gut, man konnte hier und da auch so ein paar Entscheidungen treffen, mit ein paar Irrlichtern reden, aber so gameplaymäßig war da jetzt nicht wirklich etwas, was wirklich heraussticht, fand ich. Also, ne, außer dass man da, wie gesagt, so ein bisschen den richtigen Weg finden muss. Ja, war jetzt nicht, wer weiß wie viel. Aber das Mapping war recht gut. An sich war es auch stimmig. So mit den ganzen Lichteffekten und so. Und vor allem die Texte waren gut geschrieben. Also storymäßig, ja, war das schon so ein bisschen, so ein kleines bisschen irgendwie so eine kleine Achterbahn der Gefühle, sag ich mal. Teilweise, ne? Es war irgendwie tragisch und doch bittersüß zugleich irgendwie, ne? Ja. Das ist, eigentlich schon eine recht solide Abgabe, würde ich sagen. Ja, nur wie gesagt, das Gameplay hat hier ein bisschen geschwächelt, ne? Weil, wie gesagt, Mapping alles gut, mit Lichteffekten und so gut gearbeitet, Texte waren gut geschrieben, also die Emotion, die habe ich auch sozusagen hier irgendwie gespürt, ne? Ja, selbst ein emotionsloser, kalter, eiskalter Bär wie ich kann hin und wieder mal ein bisschen Emotion spüren. Selten, aber kann vorkommen. ja, aber wie gesagt, so storymäßig fand ich das schon gut geschrieben auf alle Fälle. Und wie gesagt, auch so gut noch zusätzlich untermalt mit der Musik. Das hat das Ganze irgendwie nochmal verstärkt, ne? Das mit den Emotionen und auch so, ja, die ganze Atmosphäre und so weiter, ne? Das fand ich schon alles gut gelungen. Wie gesagt, einzige Schwäche würde ich sagen, tatsächlich das Gameplay. Weil, mehr als ein bisschen rumlaufen, den Weg suchen, zumal es ja auch, stockfinster war. Ja, und mit ein paar Irrlichtern reden und Entscheidungen treffen, ja, konnte man jetzt nicht viel machen. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob da noch was anderes passiert wäre, wenn ich mich irgendwie anders entschieden hätte oder so, oder doch noch irgendwo anders lang gegangen wäre. Aber gut. Zumindest gibt es auch verschiedene Enden, das ist ja auch schon mal nicht schlecht sowas, ne? Ja, aber wie gesagt, Gameplay an sich, das war noch so, das hat für mich ein bisschen geschwächelt, weil da jetzt nichts Herausragendes bei war. Und ein paar Rechtschreibfehler waren drin und ich glaube ein Gamebreaker, den habe ich auch gefunden da vorhin, ne? Aber ansonsten, ja, war soweit eigentlich alles recht gut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nur nicht, welches Märchen das war. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach, ja, es ist einfach ganz normal um die Legende der Irrlichter geht. Ja, weil
gibt es ja irgendwie so eine Legende von ihr Lichtern allgemein. Kann ich mir gut vorstellen, dass das hier mit einfach gemeint war, sozusagen. Ja. Zählt dann ja natürlich auch quasi, ne, zu dem Thema hier Märchen, Sagen, Legenden. Ja, also Themenerfüllung ist da, Zeiterfüllung ist da, ja. Also, ich würde sogar sagen, tatsächlich, das ist trotz des eher schwächeren Gameplays doch tatsächlich eher gehört dann, ja, jetzt vielleicht nicht zu meinen Favoriten, aber doch eher zu den Spielen im oberen Mittelfeld, sagen wir es mal so, ne? Weil alleine schon wegen die gut geschriebenen Texten, der Story und den Emotionen, die hier auch tatsächlich rüberkommen, so wie das geschrieben wurde, und dann noch zusätzlich durch die Musik, die hier so, ja, mit der das so untermalt wird, das fand ich schon recht, war eine recht solide Abgabe auf alle Fälle. Und das Mapping, zumindest das, was ich gesehen habe, war ja auch ganz ordentlich. Ne, von daher, alles gut. Jo. Und das war's dann mit dem YAM-Projekt. Und dann sehen wir uns logischerweise zum nächsten wieder. Doch bis es soweit ist, würde ich wie immer sagen, mach's gut, euer Bärenbruder.